Ja, herzlich willkommen auf Hermes Alp TV. Ja, leider hat es jetzt nicht geklappt, mit der Filzsaalbrücke weiter oben zu filmen, weil dieser Weg, wo man vom Mühlhausen im Täle hätte hochfahren können, erstmal unter der Autobahn durch und dann rechts weg, dieser Weg ist leider zugemacht. Das heißt, irgendwas sind sie da am Bauen oder was weiß ich. Auf jeden Fall kommt man da nicht mehr durch. Und da hätte ich jetzt ganz außen rum müssen. Und dann hätte es auch mit diesem Video nicht mehr funktioniert. Also aus dem Grunde, seid mir nicht böse, gibt es die Filztalbrücke eben nur von unten. Das, was ich euch jetzt gezeigt habe in dem anderen Video. Ja, und wenn es mal wieder so schön Wetter ist und mir langweilig ist, dann fahre ich mal ganz außen rum und dann zeige ich es euch von weiter oben. Oder vielleicht ist ja bis dahin auch mal die Corona-Krise endlich zu Ende und die Baustellenführung kann wieder losgehen. Dann zeige ich es euch natürlich auch direkt bei der Baustellenführung. Aber ansonsten jetzt erstmal soweit. So, jetzt stehe ich hier in Holzmaden. Wir schauen jetzt hier direkt auf die Neubaustrecke. So, nach der Kurve, wo man da sieht, machen wir mal ein bisschen größer. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Drin, so. Also wie gesagt, nach der Kurve kommt die Brücke, die über die Kreisstraße drüber geht von Weilheim, zwischen Weilheim und Holzmaden. Diese Kreisstraße, wo auch nach Kirchheim führt. Ja, und wie man sieht, ist hier schon eingeschüttet und man wird wahrscheinlich bald auch mit der festen Fahrbahn anfangen. So, jetzt gehe ich mal mit der Kamera ein Stück nach vorne. So, diese Pfeiler, wo ihr da seht, an dieser Schallschutzmauer oder Wand, das sind die Pfeiler für den Strom, ne? Wo dann nachher die Züge ihre Abnehmer dran machen. So, jetzt schauen wir mal auf die andere Seite. Ja, und da sieht man jetzt so einen Pfeiler richtig. So, und auch hier ist jetzt schon alles eingeschüttet. Ein bisschen durchhalten können.
So, ganz hinten, wo man sieht, das Loch, das schwarze Loch, das ist die Einfahrt zum Busler-Tunnel. Ja, also ihr seht, es hat sich hier schon einiges getan. Auch hier wird es zunächst soweit sein. Wenn jetzt einige sagen, ja gut, das hat ja noch Zeit bis 2025. Nein, da muss ich euch enttäuschen, weil diese Neubaustrecke soll bis 2022 fertiggestellt sein. Das heißt, das sollen dann 2022 schon Züge rollen. Also das hat nur im Endeffekt was mit Stuttgart 21 zu tun, aber nicht direkt. So, jetzt schauen wir das Ganze mal noch ein bisschen von der größeren Form an. Ein bisschen hochgehen, so. Also wenn es jetzt ein bisschen verwackelt ist, bitte verzeiht es mir. Es ist halt immer noch nicht ganz so einfach, eine Kamera so zu halten, wenn man bloß ein kleines Stativ hat. Aber das wird sich in Zukunft ändern, meine Freunde. Ich werde mir ein neues Stativ kaufen, weil das Stativ, was ich jetzt habe, hat bloß eine Höhe von 90 cm. Ja, und da kann man das Pi sehen, beziehungsweise ich muss dann jedes Mal runtergehen und zum Durchschauen. So, also, das war es jetzt mal hiervon. Ja, also, lass mal ein bisschen runtergehen. So. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen da. Ein bisschen kleiner machen. So, dann lasst mir bitte einen Daumen da. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, kann man hier unten jederzeit machen, kostenlos. Und hier rechts drüben gibt es ein Glöckchen, wenn man das aktiviert, kriegt man jederzeit Nachricht, sobald ich ein neues Video hochlade. Und das ist in der letzten Zeit wieder sehr häufig, auch dank Corona. Ja, Freunde, wenn ihr Fragen, Kritik habt, hier unten nochmal rein, in die Kommentare rein. Und jetzt noch was in anderer Sache. Ich habe ja geschrieben oder ein anderes Video mal reingesetzt gehabt. Das, was ich dich schon immer fragen wollte. Ja, Leute, bis jetzt ist da nichts gekommen. Habt ihr keine Fragen an mich oder wie sieht's aus? Also, falls ihr mich irgendwas fragen wollt, ich beantworte alle eure Fragen am Montag ab 12 Uhr, wenn welche kommen. Und ansonsten, ja. Sage ich erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt oder zum Beispiel wissen wollt, wie es hier auf der Alp bei den anderen Baustellen aussieht, schreibt mir es doch einfach unten in die Kommentare rein. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Video auf Hemmes Alp TV. Und wie immer, an dieser Stelle bleibt mir gewogen. Und was ganz wichtig ist, Freunde, bitte bleibt zu Hause.
das Angebot, was wir euch bringen, hier von Baustellen und so weiter. Aber bleibt zu Hause und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis demnächst auf MSALB TV und bleibt mir gewogen.